Herzlich willkommen zum nächsten Part meines Destiny 2 Light Show Let's Plays. In diesem Part werden wir Team versenkt machen und damit ab rein geht's in das Ding. Ei, der Burnout. Das passt ja mal gut. Ich habe jetzt auch nur die größte der Season Pass Rüstung ausgerüstet. Aber den Helm habe ich aber noch nicht. Also der muss dann halt warten, bis ich dann auf Level 100 bin. Ansonsten bin ich auch noch aktiv dran dabei, zu versuchen, den Dungeon dort so solo zu machen. Also halt den neuen. Und zumindest bis jetzt schaffe ich es zumindest größte Zeit durch Ektar, nur halt eben nicht ganz. Also da nicht bis jetzt nur in der besten Runde geschafft, 10 Millionen Schaden zu machen. Das war vielleicht extra dumm, gerade weil ich jetzt sowieso niemanden sehen kann, der sicher ein Gegner ist, aber irgendwie, ja. Okay, die hat man, da hat man doch schon mal einer. Das kann ich jetzt halt nur in den roten Leuchten erkennen von der Waffe. Aber danach ist der jetzt, ich dürfte jetzt eigentlich das passende Bild haben. Also kann ich jetzt schnell kurz hier irgendwo auf die Seite und dann, oder das, ausnutzen und dann geht's eigentlich nochmal weiter. Ja gut, das ist noch relativ Kopf an Kopf. Ja. Jetzt geht der Klassiker weiter. Kaum rausgerannt, schon ist man wieder tot. Das ist halt auch dümmste an den gesamten Geschichten hier. Irgendwie ist das halt auch nicht gerade das Angenehmste, aber ansonsten, der Shader, den ich jetzt hier drauf habe, ist halt der vom King's Fall Raid, falls das wer wissen will. Also halt antike Weisheit. Glaub zwar eh, dass es niemanden interessiert, aber ja, sagen kann man es trotzdem mal. Und da hat man schon den ersten und der nächste ballert mich jetzt weg, ne? Sag ich ja. Oder dem, der hinter mir. Aber so ist das halt leider. Läuft halt immer nicht ne ganz immer so, wie man es gerne hätte. Erstmal 10 Sprachfehler in einem Satz einbauen, wenn man schon gerade dabei ist. Und dabei auch nicht wirklich aimen, sondern einfach nur chaotisch rumschießen. Wer das funktioniert, wie man so gut gesehen hat, bis jetzt wunderbar. Oder direkt in die Gegner auf noch reinspringen. Wie auch immer ich da gerade nochmal lebend wegkommen bin. So, jetzt auch schnell von der Wand weggepustet. Dann, damit man dann hier vielleicht nochmal neu rumrennen kann, nochmal einen Kill zu bekommen. Stell dir vor, in einem PvP-Match will man Kill zu haben. Okay. Immerhin hat es den weggefetzt. Ansonsten, ja, weiß ich jetzt nicht, wie das mit dem In-Game-Sound aussieht, also ob das passt, ob ich zu laut bin und ich spiele zu leise oder umgekehrt. Weil für mich ist das relativ leise, aber bei der Aufnahme ist das teilweise einfach mal anders. Also, keine Ahnung. Falls da was falsch ist, könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. Lässt sich das dann anpassen. Vorausgesetzt, das macht überhaupt jemand. Dafür fehlt mir der Entertainment-Faktor. Ach wirklich, so soll man das machen. Man soll hier kämpfen, um zu siegen. Und ich dachte, man sollte hier kämpfen, um zu verlieren. Gut, bei dem, was ich hier teilweise mache, ist das halt wirklich, was man glauben kann, was ich hier vorhab. Aber ja, ansonsten mit dem Dungeon, den ich am Anfang vom Video angesprochen habe, den würde ich zuerst immer so mindestens immer selbst solo machen ohne Aufnahme und dann halt nochmal mit. Denke ich mir, ist eine ganz gute Idee, den halbwegs ordentlich drauf zu haben, bevor man es dann versucht zu recorden. Gerade weil das sowieso schon stressig genug ist. Ja, zumindest für mich. Und dann wird das dann einmal nie wieder Ding sein. Entweder das, und, also ich weiß halt nicht, ob, wie ich das genau angehen will, weil ich. Macht das vielleicht da wieder LFG in dieser Season, an dem nächsten halt eben solo, so als Part von 800, Part 800, also Zeit von Part 800 halt, so meine ich das. Ja, so oder so haben wir das Match schön gewonnen. Und dann geht's weiter zum nächsten Match gleich. Als erst gibt man noch natürlich die Wertschätzung weiter. Und da kann man gefühlt locker 3, 4 Matches drin packen. Das ist halt relativ kurz. Klar, Qualität über Quantität, aber ja. Kommt der kriegt das und der kriegt einfach das. Aber grundsätzlich sieht hier gar keiner so wirklich schlecht aus. Ich bin hier der Jäger und hier der Warlock sind eigentlich noch mit am besten aus, lieber mir selber. Würde ich so persönlich sagen. Und ja, das war ein Eigenlob, aber passiert. Aber davon abgesehen geht es jetzt mal weiter ins nächste Match. Ja, ist ja das Einfachste der Welt. Ansonsten wäre die.
Da war ich wahrscheinlich einen Teil der Rüstung ja auch für den Final Shape benutzen. Was Amazon nebenbei kommt, halt nicht mehr loswerden wird. Also zumindest mal die Beine. Frost bin ich auch immer Ding, aber ich weiß nicht. Mehrere direkt verbundene Teile einer Rüstung will ich jetzt nicht unbedingt benutzen, auch wenn die gut aussieht. Kommt darauf an, was jetzt im Rest vom Jahr rauskommt. Schultern habe ich schon die von Wood of Nightmares. Klassen-Item gehe ich mit dem von auch dem Raid und dann halt Kopf. Weiß ich nur, da warte ich halt ab, was wir am Rest des Jahres bekommen. Halt, ich bin hauptsächlich halt vom Dungeon in der letzten Season und dann halt natürlich von den Season Pass Rüstungen, weil der Raid, der jetzt nächste Season zurückkommt, der wird wahrscheinlich eh nichts wert sein. Also ist sowas wie Crota's End mit der Jahr 3 Ornament Rüstung, aber jetzt mal im Ernst, sie werden das eh nicht mal mehr zurückbringen. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen, wenn sie es bei den anderen zwei nicht gemacht haben. Ey. Okay. Zwei hätten wir mal. Und der kommt der nächste. Wie auch immer das gerade nochmal gut gegangen ist. Und eine Vierer Strähne. Das wird jetzt aber Double Play. Weiß ich nicht, ob ich den schon in dem Content ja benutzt habe. Weil, ganz ehrlich, die auf jedes Jahr komplett neu zu erfinden, ist jetzt auch mega dumm. Aber ja. Falls ich es in dem Jahr noch nicht hatte, wird er benutzt. Und wenn nicht, dann halt was anderes. Dinge, die kein Mensch außer mir interessiert. Und trotzdem noch zwei mitgerissen. Das ist doch mega dumm, dass man überhaupt so noch irgendwas reißen kann. So. Warte, wie hatte ich gerade nochmal eine Einsersträhne? So. Gott, ab da hoch. Und jetzt werde ich wieder weggeschossen, ne? Oder doch nicht? Also, wenn wir schon gerade dabei sind, weil ich das Thema Dungeon Solo machen erwähnt habe. Was ist eigentlich so das Schwerste, was ihr so in Destiny so gemacht habt? Oder allgemein so in Gaming? Das wäre doch mal ein nettes Gesprächsthema, vielleicht. Keine Ahnung. Ach komm, unangenehm hoch 10. Natürlich muss das gerade jetzt passieren. Ach egal. Ich lasse mich wieder zu leicht von irgendeinem Mist ablenken gerade. Und weg. Ab schnell auf die Seite, dann kann der mich da direkt treffen. Und dann kann man wieder rausrennen und direkt wieder weggeschossen werden. Sag ich ja. Und trotzdem haben wir da einen mitgeholt. Hasen Süke. Ah ja. Hätte sich auch gleich Hagen Dars nennen können. Kommt am Ende das gleiche raus. So. Komm her. Und ich komme schon wieder auf dieses Sorting zurück. Einfach so eins dieser Dinger, die ich nicht loswerden kann. Genauso wie sie Art, wie ich hier an diese Sachen rangehe. Ich einfach so eine Aufnahme starte, einfach vor mich herrede und dann fertig mache. Aber gut. Funktioniert ja auch irgendwie. Ich meine, ich kann relativ konstant ja irgendwie einen Kommentar durchhalten gerade. Also ich. Ja, egal. Okay, das war nicht so. Ich treffe, ach, gefühlt alles nur das, was ich gerade treffen soll. Kann das sein? Und da habt ihr auch, um den nächsten Treffer zu erledigt zu werden. Okay. Und jetzt aber, oder was zur Hölle mache ich hier gerade? Wohin schieße ich hier? Ja. Das waren gerade wieder 4 Minuten an Gameplay oder so. Kann zumindest nicht allzu viel gewesen sein. Vielleicht hier 5. Sind wir vielleicht bei 9 Minuten insgesamt. Naja, dann machen wir noch einer, zwei. Das ist ein bisschen kurz, finde ich. Okay. Hier kriegt einfach mal der das gute Aussehen. Der Ding. Hier und der kriegt das andere. Und damit war es das auch mit der Match hier. Also auf zum dritten. Aber so oder so geht es jetzt, denke ich mal, ins letzte Match. Ich weiß halt nicht, wie lange das gehen wird. Sein wieder das oder vielleicht noch eins. Ich weiß es nicht. Ist halt ultra schwer einzuschätzen, wie lange die am Ende sind. Ich weiß ja, dass ich momentan bei 19 Minuten am Aufnehmen bin. Davon war gerade eben eine längere Zeit warte. Zeit, damit ich wieder ins Match reinkommen kann. Also in den Match reinkommen kann. Also halt, weil dann noch Leute gesucht worden sind.
Also da kann man dann schon mal sagen, gehen, keine Ahnung, 7, 8, 9 Minuten oder so drauf für Spielersucher. Also wenn es 9 sind, dann sind wir jetzt bei 10 Minuten. Das bedeutet, da bleiben noch, keine Ahnung, ein paar Minuten, um mindestens einen Partner zu haben. Oder so. Irgendwie sowas. Ich würde sagen, wir machen noch das Match fertig und dann ist Schluss. Das dürfte eigentlich passen. Und wenn es nicht gerade der ultra lange Part ist. Aber das muss ja nicht sein, ist ja nur ein Schmelzsiegel-Ding. Den Seasonal Game Mode habe ich jetzt auch keine Lust, deswegen wird da was anderes im Nachhinein kommen. Sowohl die Werbung als auch die Tauchgänge. Also, ja. Ach, okay. Okay, das so scheint aber mal so zu sein, als würden die führen. Also wird die vielleicht gewinnen. Gut, andererseits, man kann nicht alles haben. Und da hat man schon mal zwei. Die war ich zu lange auf einer Stelle. Macht es dann halt super einfach, mich zu erledigen. Was eigentlich jeder, der halbwegs gern hat, weiß. Aber ja. Ich mache hier scheinbar Commentary für richtige Idioten. Wenn das so weitergeht. Ja. Also jetzt scheinen sie Gegner zu gewinnen. Darf auch mal passieren. Und weg mit dem. Oder weg mit mir. Scheinbar bin ich jetzt gar nichts mehr gerissen seit vorhin. Und ich da irgendwas hinkriegen gerade. Naja. Und weg da. Ja, komm. Ja. Und so soll man überhaupt was treffen, oder wie? Mir ständig einfach nur so dumme Fehler macht. Ja, man merkt es. 14 Kills von dem Sieg entfernt. Oder ich bin jetzt ich noch der einen der fehlenden ist. Längste Strähne, Vierer. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht. So. Schon mal eine Dreier. Das ist immerhin wieder mal etwas. Aber das ist gleich eh nichts mehr. So. Sage ich ja. Das ist eben eh nichts mehr. Der Feind hat dich besiegt. Ja. Stell dir vor. Okay. Dann merkt man mal, X-Wing-Kams haben gar keinen Wert mehr. Du kannst jederzeit wieder kämpfen. Klar kann ich das, aber jetzt reicht's erstmal. Jetzt mache ich erstmal halt hier noch die Bewertung geben. Da kriegt der das. Der kriegt einfach mal das. Und der kriegt das. Und damit würde ich auch sagen, war es das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.